Ja, das war für uns eine rein, ne, will ich mal sagen, betriebliche Angelegenheit gewesen. Ich habe 1962 den damaligen Taxibetrieb der Stadt Dresden, war noch ein Dienstleistung, ein kleiner Dienstleistungsbetrieb übernommen. Und da wir eine junge Truppe waren, haben wir dann immer nach neuen Ideen gesucht und haben auch den Betrieb immer weiter ausgebaut. Da hatten wir eine Verbindung nach Prag sehr schnell bekommen, oder überhaupt nicht wussten, dass diese neuen ökonomischen System, was die dort entwickelt hatten, ja eigentlich den Bracher Frühling unterstützt hatte oder aus dem hervorgegangen war. Ja, die SED-Bezirksleitung und wahrscheinlich auch das MFF und so, die wussten, dass wir da enge Verbindungen haben und die haben uns dann ein paar Mal nach Prag geschickt zum Taxibetrieb, um dort eventuell politisch was zu erreichen. Und das war eigentlich sinnlos. Die haben gesagt, das ist bei uns. Läuft alles, wie das so ist. Wir haben da keine, es gibt keine Anzeichen, dass hier irgendwas passieren sollte. Wir hatten mittlerweile Urlaub und ich hatte mit meiner Familie, waren wir in Jedrzejowice. Das ist nicht weit hinter der Grenze, im Bezirk Tetschin. Wir waren dann sehr unsicher, was das bedeuten würde. Ob es dann eine größere Schwierigkeiten gibt, über die Grenze zu kommen und so weiter und zu den Beziehungen, die wir dort hatten, in Verbindung zu treten. Man wusste auch nicht, wie die, mit denen wir sonst zu tun hatten, wie die darauf reagiert haben. Und auf unserer Hütte in der Sächsischen Schweiz waren wir ja auch ein bisschen isoliert. Ne? Wir hatten zwar dort ein Radio, aber es kam ja damals nicht viel über die DDR-Nachrichtenstrecke. Das erste war natürlich schon an der Grenze. Es war ja so, dass man nie einfach zurückfahren konnte in die DDR. Da standen dort schwer bewaffnete Zöllner. Also die Zöllner standen dort mit Maschinenpistolen und ausgerüstet wie der Armee. Wenn die mit dem Auto dort standen, gab es ja nur Diskussionen und Gerüchte und was weiß ich. Und dann gab es welche, die sagten, wenn die uns nicht zurückhaben wollen, dann fahren wir wieder zurück in die Tschechei, wie es damals gesagt wurde. Ne? So, und da gab es solche verrückte Leute, die mit dem Trabant unterwegs waren. Wir hatten ja damals auch noch das Nationalitätsschild D dran, genau wie im Westen. Und die haben dann noch vor das D weh gemacht, am Trabant hinten. Das ist ein bisschen idiotisch, ne? Und dann haben die kehrt gemacht und sind wieder Richtung Prag gefahren. Ja, ich will mal sagen, die haben uns ein Stück eigentlich zurückgeworfen in unseren Plänen, was wir jetzt auf ökonomischen und technischen Gebiet machen wollten. Es war Stillstand eingetreten bis zum direkten Abbruch. Wir haben dann natürlich von unserer Warte aus durch eine Arbeitsgemeinschaft haben wir dann im Nachhinein noch Dinge verwertet, die eben noch da waren, aber die Verbindung war weg. Und das war natürlich für uns ein bisschen, ja, es war nicht schön.